Viel Spaß. Viel Spaß. Okay, Leute, jetzt wird's ernst. So, Lights geht aus. Wir laufen mit Jimon Unge und Tirmit runter. So, ich bin mit Shorty im Poster. Shorty ist wild. Shorty ist Pro-Gamerin. Shorty ist Pro-Gamerin in Among Us. Wir warten mal, dass sie anfängt, hier Kills zu machen. Tot. So, gehen wir ins Specimen. Okay, Vlesk ventet die ganze Zeit. Hm. Oh! Varian ist tot. Schon wieder als erster der Arme. Varian, der ich war es nicht, ich war es wirklich nicht. Mann. Lass den armen Jungen nochmal mitspielen jetzt. Ja. Varian war doch gerade noch bei uns, bei der großen Taskmacht-Gang da, oder? Ja, wir können ihn voten. Erklärt mal. Varian liegt quasi bei Light Out. Bei Light Out? Also Lichter ging aus. Also bei Light, sorry, bei Light. Mhm. Beim Licht. Shorty wollte gerade ihre Sabotage mit dem Ort kombinieren, den sie eigentlich eingesetzt hat. Ah, schlau. Genau das ist passiert. Dann würde ich aber Matteo rausnehmen. Ich würde mich rausworten jetzt. Warum? Ja. Nein, wir waren gerade Lifeline. Mit dem Kronleuchter in der Bibliothek. Ja. Wer war da noch mit uns in O2? Shorty war da, Varian war da und noch irgendjemand, oder? Ich war auch einmal. Shorty, wo hast du die Leine gefunden? Ich habe es nicht gehört. Ich meine, quasi bei Light, aber schon so, als wenn er schon weggehen wollte gerade. Okay. Hm. Ich habe leider kein Alibi, weil ich ja wirklich alleine war die ganze Runde. Aber ich kann euch kurz sagen, ich war in Specimen, bin dann zu Lab gegangen, dann ging das Licht aus. Ich habe mich nicht auf die Scanner-Task gestellt, die ich auch habe, sondern weil ich dachte, oh, das ist zu lange. Dann ging das Licht aus, bin wieder in die Dusche rein, dann ging das Licht wieder an, bin ich wieder aus der Dusche raus. Also ich bin sehr jetzt wieder viele in Details, Lab. Sehr viele Details. Aber Simon, du sollst nicht so viel alleine rumlaufen. Das musst du ja auch mal merken, das ist gefährlich. Ja, ja, dann denk mal, du bist Jester, ne? Das ist auch gefährlich. Ja. Ich würde Vlesk für den Kill auf jeden Fall rausnehmen. Der kam aus Office raus, als Licht noch aus war. Matteo war auch am Office und Timmit stand an der Lifeline. Ja, also Timmit und Lenny können das nicht begangen haben, wenn der Kill relativ fresh ist. Linda, ja. Bist du die Kamerafrau? Nee, ich bin durchgelaufen ins Office. Genau. Chris, hast mich wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe auch nur so Georg so halb gesehen. Chiara, wo warst du denn? Chiara? Ich bin O2, ich bin komplett woanders. Ich bin O2, links. Ah ja. Mhm. Ja, ja. Okay, ich habe eine ganz, also komplett woanders. Ich bin ganz, also ich bin ganz weit weg. Ganz woanders. Stimmt. Ich bin auch in O2, deshalb frage ich. Ich habe diese Monitor-Task gemacht, dann die Download, ich stehe da an der Wand. Dann stimmt, ich hatte dich gesehen beim Müll rausbringen oder sowas. Und Baso ist auch sterben noch da gewesen. Bevor ich sterbe, den gemacht hast, ich hatte ihn nämlich nicht gesehen. Leute, bevor ich sterbe, Baso. Gibt mir einen richtig bösen Imposter-Vibe, weil sie angeblich den Hund von Vlesk gesehen hat. Aber sag ich nur, wenn ich sterbe, bitte denk an Baso. Simon. Okay. Wenn ich sterbe. Ah, wegen Vision meinst du? Wegen Vision? Okay, alles klar. Ja, größere Vision und dann aber auf den Hund schieben. Ja. Typisches Imposter-Play, typisch. So, ich geh jetzt mal auch ins Specimen rein. Ah, nee, da ist Vlesk drin, da geh ich nicht rein. Der bringt mich noch um. So. Shorty und ich laufen zusammen um. Was? Vor meinen Augen? Ach so, Shorty ist auch ein Imposter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist gerade von euch in der Dusche? Oben. Wer ist gerade oberes Dekon? Simon ist immer in der Dusche. Sag mir, wer ist oberes Dekon? Wer? Ich bin's. Okay, warum? Tim. Warum? Wie, warum? Weil das Sicherheitsprotokoll ist. Okay, ich wollte nur... Hast du an Privatsphäre gedacht, wenn Unge da duscht? Warum? Ich wollte nur wissen. Ja, weil ich durch die Dusche muss, wenn ich ins Bezirk raus. Ja, Timmit. Du bist doch mit Jan runtergelaufen, oder nicht? Nein, ich bin bei der Weather Note vor dem Loch bei Electrical. Warum? Warum bist du da? Ich guck mir das Loch an. Warum? Ah. Aber Matteo, du wolltest mit mir ins Specimen ran, oder nicht? Aber bist nicht Ja, wollte ich. Und dann habe ich mir gedacht, ach, mit Vlesk ins Specimen? Nee, lieber nicht.
Hey. Dann bin ich wieder raus. Und der ist vorhin auch so in Dab reingelaufen und danach instant wieder also, raus. Also Jan liegt im Office vor Lifeline. Ist auch recent gestorben. Recent. Okay, das sieht dann wahrscheinlich für mich nicht so gut aus. Ja, nee, weil ich gerade von Lifeline und da habe ich aber Jan sogar gesehen, bin runtergelaufen, da war noch keiner tot und ich bin jetzt Chiara gerade beim Admin Panel gecrossed. Chiara, du warst Shorty. Nicht gemacht haben. Shorty, was lügst du? Du bist doch gerade zur Rakete reingegangen, zum Bohrer bist du gerade reingegangen. Nee, sie kam uns da entgegen, Ich bin umgedreht und bin... Das ist ungefähr 10 Sekunden her oder so. Ja, aber du versuchst jetzt auf Joker zu spielen oder was? Chiara, sag mal genau, was du gesehen hast, als du ins Office rein bist. Ja, oder die Sache ist, ich habe halt diese Übersichtskarte mir angeguckt, wo jeder ist und dann habe ich die zugemacht und dann kam mir halt Shorty entgegen im Raum drin. Ja, also ich habe die Leiche selbst nicht gesehen. Euer Office gesehen, weil theoretisch müsste ja auf jeden Fall noch jemand ja sein. Also Jan ja, drei stand da ja, tatsächlich. Jan ist wahrscheinlich auch gerade erst gestorben, als ich reportet habe. Also wir waren doch oben am Lab fast alle zusammen, ne? Shorty kam mir entgegen und ich bin dann von unten weitergelaufen zu Weather Note. Wer ist denn runtergelaufen mit Jan? Also Timmit, warum bist du denn aus dem Labor wieder rausgelaufen? Ich musste eine Rakete machen. Ja, aber wenn ich doch drei gesehen habe. Unge gibt mir ganz böse Imposter-Vibes. Sie hat meinen Hund in abgekommen. Ich will nur ausschließen, dass es Timmit einfach selbst gemacht hat. Shorty hat sie ja nicht selber gebautet, ne? Ich habe Shorty gebautet. Okay. Ich werde jetzt mich auf den Scanner stellen. Bitte beschützt mein Leben. Ich werde mich auf den Scanner stellen. Du bist immer noch im Lab. Ja, ich hab's nie nicht fertig zu machen. Komm, wir gehen alle duschen. Also, war super risky von mir, der Kill. Ich habe damit auch nur Shorty belastet, aber wir haben es noch so gedreht, dass es Timmit mit Dings hätte sein können, mit Self-Report. Also war natürlich sehr risky. Okay, ich laufe mit Simon jetzt mit. Ich guck mir jetzt an, wie der seine Task macht. Ich will auch drauf. So. Och nee, sieht doch schlecht aus jetzt für mich. Sieht doch für mich jetzt ganz schlecht aus. Mann, ey. Also die Leute fallen doch einfach um. Was ist denn hier? Das war vielleicht die wildeste Killerrunde ever. Sehr gut gespielt. Shorty, so stark einfach. Ihr seid fies. Ich war auch so happy, dass du Desk weggemacht hast. Der war nämlich Engineer. Ich habe den Wänden gesehen. Ich hatte auch ein Schild, aber Tim ist gestorben. Also, Blesk hat in der ersten Runde Timmit und mir revealed, dass er Engineer ist. Ja. Nee, dir nicht, aber du bist aus Versehen dazugekommen. Ja, aber ich hab's auch gesehen wegen Imposter Vision. Ja. Timmit hat mir ein Schild gegeben. Sprich, ihr wusstet halt gar nicht, ihr konntet mich nicht töten. Krass. Ich hab Timmit ja selber gekillt und dann dich, Blesk.
Ich habe am Anfang gesagt, Shorty hat sich geklappert, ich war einfach Crew, dass Shorty gesagt hat, bei Lights Out, dass sie ihre Sabotage mit ihrem Rot verbindet. Aber dann hat mich Baso auf die Baso-Fährte gelockt mit ihrem Hund, dass sie den Hund gesehen hat. Ach, sie? Ich habe selber raufgelockt. Ich habe nur gesagt, dass ich Georg gesehen habe. Ja, du siehst Blask im Dunkeln, aber er sieht nicht, das schön kommt mir aber komisch vor. Ja, vielleicht, weil Blask im Potter war. Also das, ich habe eigentlich so einen schlechten Kill an Jan begangen, der nur Shorty belastet hat eigentlich. Ja, Shorty läuft direkt vor dir, wird dann gesehen, Timmel ist einen Schritt hinter dir und trotzdem kommst du dann durch. Ja, ich habe ja komplett Bullshit erzählt, da ich bei der Weather Note bin, da war der Block, ich war ja da gar nicht.